Wir haben die Rolabags in 2007 entwickelt und bis heute habe ich kein Produkt gesehen, was etwas Ähnliches kann, beziehungsweise was einen ähnlichen Stand dabei hat. Weil wir haben das auf Basis unserer persönlichen Reiseerfahrung entwickelt. Das heißt, es ist eine Tasche und die Tasche hat die Aufgabe, mein Tauchequipment zu transportieren. So, die Tasche selber muss so leicht wie nur irgendwie möglich sein. Keine andere Chance. Das hat aber nicht geklappt, weil am Ende haben wir gesagt, das Ding muss ja auch so komfortabel sein, dass ich damit reisen kann. Es braucht Rollen. Und wenn es Rollen hat, braucht es am Ende auch einen Griff, der ausziehbar ist, sonst kann ich damit nicht unterwegs sein. Wenn wir jetzt hier über die Messe gehen, wir sind auf der Boot in Düsseldorf, finden wir Taschen, die sind ungefähr 70 cm breit. Und ich kann euch nur sagen, jemand, der die Taschen entwickelt hat, ist niemals selber damit gereist. Warum? Das heißt, 70 cm, wenn wir mit dem Zug zum Flughafen fahren, was ja heute für uns Standard ist, und nur mit der Tasche durch den Gang wollen, dann ist der Gang im Zug 45 cm breit. Das heißt, alles, was breiter als 45 cm ist, kann ich nicht durch den Gang rollen. Das heißt, klar, wenn ich dann am Flughafen angekommen bin, dann will ich eine Rolltreppe runter oder hochfahren und damit dann nicht jemand mit seinem Rollwagen über die Rolltreppe fährt, ist da unten wieder so zwei Pfähle und die sind wiederum 45 cm breit, damit ich da nicht durchkomme. Das heißt also, 42 cm ist die maximale Weite einer solchen Tasche, um sie wirklich hinter mir herzurollen, wenn ich durch einen Zug oder durch eine Rolltreppensperre entsprechend durch möchte. Das heißt also, zu der Zeit habe ich gesagt, perfekt, wenn wir nach Mexiko reisen, zwei Taschen pro Person, a 32 Kilo, 70 Pfund, ist das Freigepäck. Wir sind vier Personen, also machen wir die Variante, die heißt, wir nehmen acht Taschen mit, sieben sind für meine Tauchausrüstung und eine bleibt dann übrig für die sonstigen Sachen. Wir fahren ja in die Sonne, brauchen nicht besonders viel. Aus Sicherheitsgründen haben wir gesagt, die Tasche darf nur einen Reißverschluss haben, weil ich will ihn kontrollieren. Ich will ihn nicht so sehr kontrollieren, dass mir da jemand was rausklaut, weil der nimmt das Messer, schneidet es auf. Ich will aber kontrollieren, dass mir da nicht jemand etwas reintut, wo ich dann irgendwann stehe und jemand sagt, ja, von wem ist das denn? Das heißt also, der eine Reißverschluss, den kann ich mit einem Schloss versehen, sodass mir nicht jemand etwas hineintun kann. So. Die Tasche muss höhenverstellbar sein, weil ich reise ja damit möglicherweise mit Lungenautomaten. Ne? Eine Tasche, vier Stages, Backmount heißt also schon mal sechs Lungenautomaten mit ein bisschen Zubehör. Heißt also, die eine Tasche ist voll, wenn sie nur so hoch gefüllt ist. Und ihr wisst, wie das beim Transport ist, das darf nicht hin und her gehen. Das heißt, ich kann die Tasche in verschiedenen Positionen füllen und da ist ja jetzt im Prinzip nur Füllstoff drin, sodass sie auf dieser Höhe hier gefüllt ist. Okay. Ein Reißverschluss, höhenverstellbar, heißt, im Innenbereich brauche ich jetzt trotzdem die Möglichkeit, Dinge unterzubringen. Things like that. Das heißt also, ich habe zwei Innenfächer. Diese Innenfächer sind aus einem ganz dünnen Nylonmaterial gemacht. Sie gehen auch ineinander. Und in dem einen Teil kann ich zum Beispiel, wenn ich trockentauchen unterwegs bin und anschließend verpacke, meinen Unterzieher reintun, der an der Stelle trocken bleibt, in das kleine Fach, meine persönlichen Sachen wie meine Umziehsachen etc. 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 Wir haben über Händel und über Rollen gesprochen, die wir brauchen, um das Ding leicht zu machen. Und wir haben gesagt, wir brauchen dynamisch 70 Kilogramm Belastung. Warum dynamisch? Kann ich euch zeigen. Dynamisch heißt, ich komme eine Treppe runter, dynamisch 70 Kilogramm. Ich muss den Griff entsprechend verstecken, weil ansonsten bleibt er irgendwo auf einem Förderband hängen und reißt ab. Daher ist dieser Griff quasi über den Reißverschluss entsprechend geschützt
so dass ich ihn, wenn ich ihn brauche, rausziehen kann und wenn ich ihn verpacke, er entsprechend geschlossen ist. So, jetzt kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die dann dazu geführt hat, dass wir sogar noch etwas weiteres ins Lastenheft geschrieben haben. Wenn du in Mexiko ankommst, dann gibt es an der Zollkontrolle so einen roten Button, wie so einen Stopp-Button. Das heißt also, du drückst die Taste und dann entscheidet quasi das rote Licht, was angeht. All deine Ausrüstung muss kontrolliert werden. Das heißt also, wenn du nach Mexiko fliegst, bist du müde, wenn du ankommst. Und wenn du dann zwei kleine Kinder bei hast, die so 2 und 4 Jahre alt sind, die finden das gar nicht witzig, wenn du da stehst und sagst, haben wir mal alles kontrolliert. 8 Taschen. So. Du kommst dort an, du kannst diese Schiebewagen mieten. Die werden aber nicht über eine Station ausgegeben, wo du quasi Geld einwirfst, sondern da steht jemand hinter, da steht drauf $10, das sind in Wirklichkeit 10 mexikanische Pesos, aber der dahinter steht, erklärt dir die ganze Zeit, nein, das sind US-Dollar. Aus lauter Frust, 8 Taschen, hast du das natürlich alles auf so einen Wagen geladen. Jetzt hast du es geschafft, durch den Zoll durchzukommen. Und auf der anderen Seite vom Zoll, 20 Meter weiter, steht ein großes Schild No Cards. Also da steht dann jemand mit einer entsprechenden Sackkarre. Und ich habe mir gedacht, okay, $10 für die Miete, wenn der jetzt die 8 Taschen rausfällt, bin ich die nächsten $100 los. Das heißt, schlau wie du dann bist, sagst du natürlich, kein Problem, ich nehme jetzt mal meine 3 Kinder mit 3 Taschen, einer passt hier hinten auf, also 2 Kinder, ein Erwachsener, einer passt hier hinten auf die anderen 5 Taschen aus, wir gehen raus, du bringst die Taschen raus, willst wieder rein, um die restlichen zu holen, und da steht da tatsächlich ein Schild, No Entry. Das ist immer noch nicht das Ende, weil wir sind ja immer noch eine Firma, die baut ein modulares Equipment für Exploration. Modulares Equipment für Exploration heißt, irgendwann hört halt der geteerte Weg auf. Irgendwann ist Schluss mit der Variante, es mit Rollen hinter mir herzuziehen. Ich kann euch mal zeigen, wenn ihr auf dem Safari-Boot geht, ist es nicht schön, wenn das Brett so breit ist und die Rollen breiter sind als das Brett, um die Tasche da drauf zu machen. Okay, das heißt, es ist relativ einfach. Ich habe eine Rucksackbebänderung. Anfang 2010 gab es eine Expedition in China, um Fragmente der großen Mauer unter Wasser zu suchen. Das Equipment musste relativ weit den Berg ausgetragen werden. Und dann gab es Exploration Divers. Die Exploration Divers hatten an Kletterharness Schuhe, also Schuhe heißt Bergschuhe, entsprechende Ausrüstung, waren gekleidet, weil sie kletterten ja den Berg hoch. Diejenigen, die dann Doppelpack, Stages und sonstiges Equipment getragen hatten, die waren klassisch gekleidet, kurze Hose, Flipflops. Das heißt also, da wo sie die Tauchausrüstung mit transportiert haben, war diese Tasche hier. Und in der Tasche haben sie die Möglichkeit gehabt, relativ bequem das Ganze den Berg hochzutragen. Probiert es aus, setzt das entsprechend um. Eine einfache Tasche wie so eine Rollerbag kann viel mehr Eigenschaften haben, als ich mir vorstelle. Und meine Aufgabe ist es, diese Eigenschaften zu zeigen, weil dann kann ich sie entsprechend verkaufen. Seit 2007 haben wir 22.000 dieser Taschen verkauft. Wir haben welche ausgetauscht. Ihr habt das gerade gesehen von den Demonstrationen. Wenn ich es ins Auto einlade, in den Kofferraum oder an anderen Stellen, brauche ich Handgriffe an den gegenüberliegenden Seiten. Und mit den gegenüberliegenden Seiten kann ich es entsprechend einladen. Wir können einfach beide zusammen strappen. Und sobald wir sie zusammen gestrappt haben, beide Taschen zusammen auf einer Rolle herausfahren. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören.